Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben eine neue Ausgabe von Unser München für Sie. Der Tag der Städtebauförderung ist eine bundesweite Initiative von Bund, Ländern, dem Deutschen Städtetag sowie dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Bereits zum 5. Mal beteiligt sich die Landeshauptstadt München daran. Ziel ist es, die Münchnerinnen und Münchner über die Ziele und konkreten Projekte der Stadtsanierung und Städtebauförderung zu informieren. Im Auftrag der Landeshauptstadt organisierte auch in diesem Jahr die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS, diesen Tag. Im Fokus des diesjährigen Tags der Städtebauförderung stand die Eröffnung des Pöllert-Pavillons am Neuschwansteinplatz in Giesing. In dem von der GEWOFAG errichteten Gebäude sind ein Familien- und Beratungszentrum, eine Ersatzbetreuung für Tageskinder, ein Nachbarschaftstreff, temporäre Wohnplätze für obdachlose Frauen und Musikübungsräume untergebracht. Ein Haus, das die Giesingerinnen und Giesinger zusammenbringen soll. Der Grundstein ist ja gelegt, dadurch, dass hier sozusagen wichtige Institutionen ihren Ort haben und auch gefördert sind von der Stadt München, um diese Arbeit zu machen. Also der Nachbarschaftstreff, der Familientreffpunkt, mobile Kindertagespflege. Das ist mal sozusagen das Wichtigste. Da ist Personal da, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern was zu machen. Uns ist wichtig, dass die gut vernetzt sind im Stadtteil, dass sie einfach sozusagen eingebunden sind in ein aktives Netzwerk. Der mit erheblichen Mitteln der Städtebauförderung gebaute Pöllert-Pavillon soll unter anderem die Identifikation mit dem Stadtteil stärken. Unser neuer Pöllert-Pavillon trägt eine Menge bei für München, nämlich vor allem für unsere Münchner Mischung. Das ist ein bisschen wie mit den Gummibären in der Städtebauförderung. Bei den Gummibären haben wir auch so eine Mischung. Wir haben junge Menschen, wir haben alte Menschen, wir haben Reiche und Arme, wir haben Kinder, wir haben Menschen aus anderen Kulturen. Und das kann der Pavillon ganz fantastisch zusammenbringen. So hat beispielsweise auch der Familientreffpunkt Giesing im Pöllert-Pavillon ein neues Zuhause gefunden. In den hellen, offenen Räumen richten sich alle Angebote nach den Bedürfnissen der Eltern und ihrer Kinder. Doch das ist nicht alles. Dann ist der Nachbarschaftstreff, das ist eine andere Einrichtung, die zweite Einrichtung. Da geht es auch darum, Menschen zusammenzubringen, aber alle Menschen, alle Giesinger Bürger können sich da engagieren, bringen ihre Bedarfe mit ein und besprechen mit den Kollegen vor Ort, wie kann man das umsetzen, was kann man machen. Mit dem Bau des Gebäudes geht für das Stadtteilmanagement Giesing der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung ein Traum in Erfüllung. Mit dem Pöllert-Pavillon ist eine Oase entstanden, direkt am Mittleren Ring. Der Pöllert-Pavillon leitet sich ja wunderbar über in die angrenzende Freifläche, den Neuschwansteinplatz, der jetzt endlich besser nutzbar ist. Und an den schließt sich dann gleich noch eine wichtige Unterführung an, unter dem Mittleren Ring der Chiemgaustraße, die barrierefrei ausgebaut wurde. Und eigentlich dann noch ein wichtiges Highlight, das noch ansteht, ist die Neugestaltung der Freiflächen, der Scharfreiter- und Hohenschwangauplatz. Dadurch will das Stadtteilmanagement sicherstellen, dass Giesing bunt und vielfältig bleibt und sich ganz nach den Bedürfnissen der Giesingerinnen und Giesinger richtet.